Danke CDU, danke FDP. Unter euch hat sich Sachsen einen Namen als Billiglohnland gemacht. Bei uns stocken mehr Menschen auf als im Bundesdurchschnitt. Das belastet die Sozialsysteme und unsere Städte und Gemeinden. Mir ist Arbeit mehr wert. Mit einem gesetzlichen Mindestlohn nicht unter 8,50 Euro wäre vor allem auch den Menschen in Sachsen geholfen. Mit den Grünen im Bundestag will ich dafür kämpfen.